Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Es ist Freitag, das heißt Start in die Weekend League, aber bevor wir die Weekend League starten, ich habe hier noch 13 Packs, es gibt ja noch die Fort Börse-Spieler zum Ziehen, das ist die Top-Partie, dann das UEFA Cup Top-Partie oder wie die SPC auch immer geheißen hat, dann noch zwei von den 82 bis 85er und einmal das zweimal seltene 83 Plus Pack. Bevor ich jetzt mit den Packs anfange, ich will sagen, ich streame heute wieder. Es wird wieder so 21 Uhr werden. Dann bin ich wieder am Start. Hoffe, ihr seid auch am Start. Und ja, dann fangen wir an mit den Packs. Gehen wir gleich hier rein beim Goldspieler-Pack. Das schauen wir uns zusammen an. Und dann sehen wir uns immer wieder, sobald was Gutes kommt. Vielleicht ist hier schon das erste Gute. Walker wird es keiner und ich glaube auch kein Durchläufer. Doch, es wird sogar ein Durchläufer. Finnland, Torwart, das wird Radetzky von Bayern 04 Leverkusen. Immerhin ein 83er. Irgendwas noch dahinter? Wage ich fast zu bezweifeln. Nichts mehr dahinter, nein. Dann sehen wir uns wieder, sobald was Gutes kommt. Seltene gemischte Spielerpack. Gönnt das was? Zumindest gönnt es einmal keinen Walkout, aber einen Inform. Brasil. Braga von Portugal. 82er. Matthäus. Naja, immer in Inform. Die sind immer was wert zurzeit. Auch die 82er. Irgendwas noch dahinter. Ein 82er Gosens noch. Sonst nicht wirklich was. So, jetzt haben wir nur mehr 6 Packs, einmal seltene Goldspieler seit kleiner, also ein halbes 50k Packs, zwei seltene Elektrum Spieler Packs, zweimal die 82 bis 88 und dann das 2x 83 plus, fangen wir hier an nochmal, seltene Spieler 82 bis 88. Walker wird es keiner. Es wird auch kein Durchläufer, das ist enttäuschend aus diesen Packs. Es wird ein Hernandez. Hätte ich mir ehrlich gesagt zumindest ein 83 hätte ich mir erwartet. Aber machen wir gleich das zweite hinterher auf. Schauen wir. Vielleicht ja jetzt irgendwas drinnen. Über 82. Es wird irgendeine Champions League Karte. Ah, es wird ein 83er. Der Tormann von Lazio. Naja, immerhin. Immerhin ein 83er. Und den als Duplikat. Hier seltenes Elektrum Spielerpack. 12, 6 Gold, 12 selten. Wird auch kein Walkout. Wird nicht einmal ein Durchläufer. Eieieiei, das wird ein Bänder. Dann gehen wir gleich weiter. Seltenes Goldspieler seit klein. Die Hoffnung ist noch immer da, dass zumindest ein Walkout kommt. Hier ist er mal nicht drinnen. Durchläufer Argentinien, Stürmer, das wird Higuain, 83. Ja, 83 habe ich jetzt ein paar gezogen. Aber sonst halt. Dann jetzt schon beim vorletzten Pack angelangt, seltenes Elektrum Spielerpack. Schauen wir, ob das was gönnt. Komm, 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 komm. Ich glaube, es ist gar keine gute Zeit, um Packs zu ziehen. Es wird nicht einmal ein Durchläufer, okay. Sieht dann Liner mit 80. Okay. Dann das alles in den Verein. Das auf die Transferliste. Und jetzt die letzte Chance, irgendwas Gutes zu ziehen hier. Zwei seltene Spieler, 83 plus. Machen wir auf, komm. Ein Walker, bitte, yay. Bitte, du willst es doch auch, komm. Oder auch nicht. Wer wird das? Das wird ein 84er Guerrero. Das ist bitter. Das ist echt bitter. Und dahinter ein 83er, ein 84er und ein 83er. Naja. Hätte auf jeden Fall besser laufen können. Backlog war nicht am Start. Aber gehen wir rein in die Weekend League. Ohne Aufwärmspiel habe ich mich überhaupt schon angemeldet. Nein, ich habe mich noch nicht angemeldet. Das muss ich jetzt auch noch schnell machen. Das ist das Team, in dem wir reinstarten eigentlich. Gleich wie die letzten zwei Wochen hat sich nichts verändert. Kulusevski kann ich immer leider noch nicht einbauen. Wird nicht auf volle Chemie kommen. Oder beziehungsweise der Stürmer dann auch nicht auf volle Chemie. Und deswegen, ja. Starten wir rein. Starten wir so in die Weekend League. Auf geht's. 26er, 22er Ping, das geht.
Team? Boah. Also von der Börse hat der gefühlt, wie es ausschaut. Sieht aber gut aus, das Team. Was hat das für ein Stolpertor? 1 zu 0, immerhin. Aber das Spiel, es fühlt sich langsam und träge und verzögert dann unglaublich. So wie die letzten 2 Wochen bei mir. Kann schon wieder nicht Spieler wechseln. Die Ballannahme dann. Es ist einfach nur schrecklich. Ich habe keine Ahnung, was mit meiner Verbindung los ist seit den letzten 2 Wochen. Aber es ist unmöglich zum Spielen zeitweise, so wie jetzt gerade. Er ladet ein Jahr lang auf, bevor er schießt. Mano, wo war mein zweiter Stürmer jetzt? Da hinten warst du, Mbappé. Super. Jawohl. 2 zu 0. War wichtig. War echt wichtig jetzt. Weil dieses Spiel ist schon wieder. Ich weiß nicht, EA Connection. Da passt irgendwas nicht. Kulusevski kriegt doch keine 5 Sterne Skills, oder? Boah, der lackt sich da durch. Kommt 5-mal am Ball um mein Handy, Leute, die ganze Zeit. Ich hasse es, wenn das Handy die ganze Zeit vibriert. Schöner Pass in den Rücken. Komplett unbedrängt schafft es nicht, dass ein Anspiel anständig. Aber jawohl, zumindest die Drehung ist jetzt gegangen. 3 zu 1. Das gebe ich nicht aus der Hand. Hau mal dich. Das hat er leider wirklich schön gemacht und mein Verteidiger rennt mit und ich weiß nicht warum. Jetzt bin ich durch. Unglaublich, unglaublich. Da wollte ich eigentlich nicht hinpassen, aber nehme ich mit 4 zu 2. Und das Spiel ist so langweilig. Der passt nur hin und her, schaut, dass er irgendwie zu Torchancen kommt und das war's. Anstoßpark, schon wieder Anstoßpark. Was willst du da machen? Der macht das ganze Spiel nichts außer im Strafraum. Ich glaube, der weiß nicht, was er drückt. Er macht einfach irgendeine Skills und es geht. Gott sei Dank, kein Tor. Jetzt noch die Ecke. Die Ecke noch überstehen. Das ist die letzte Aktion wahrscheinlich. Schießt den Ball raus und das war's. Schwierig, wirklich schwierige Partie. 4 zu 3 gewonnen. Ja, wieder gegen einen Deutschen. Dadurch mit meiner Österreich-Leitung sowieso schwer. Aber 4 zu 3, ich bin auf die Statistik neugierig. Die Statistik ist viel interessanter, wie das Spiel in Wirklichkeit war. Aber ich will aufhören und ich hoffe, dass am Abend eine bessere Verbindung ist. Und ich hoffe auch, dass ich euch am Abend dann sehe, es ist ab 21 Uhr. Da würde ich sagen, war es das von diesem Video. Ich wünsche euch was. Hoffentlich bis später und ciao. Bis dann.